Heute stelle ich euch einen besonderen Kollegen vor, den Trinkvogel. Das ist ein physikalisches Spielzeug, das ich bereits in den 70er Jahren als Kind hatte. Der Trinkvogel ist quasi ein auf den Kopf gestellter Kolben, dessen Ende in einer Glaskugel in Flüssigkeit endet. Wir starten ihn und feuchten ihn dazu an. Im Inneren befindet sich Alkohol oder Äther, dessen Siedepunkt bereits knapp über Raumtemperatur liegt. Es ist keine Luft in dem Glas, nur der Ätherdampf. Durch die Verdunstungskälte am Kopf kondensiert der Ätherdampf. Er wird wieder flüssig, nimmt weniger Platz ein und so entsteht ein Unterdruck, der den Äther quasi nach oben saugt. Ersetzt man das Wasser durch Spiritus, wird der Vorgang erheblich beschleunigt, da Spiritus eine erheblich höhere Verdunstungsrate hat. Die Flüssigkeit sammelt sich im Kopf, der bekommt ein Übergewicht und kippt nach unten in das Glas. In der waagerechten wird das untere Ende der Röhre aus der Flüssigkeit gehoben. Der Äther kann nun zurückfließen. Der Druck wird durch den Ätherdampf ausgeglichen. Der Äther sammelt sich wieder im Bauch und der Vorgang beginnt von vorne. Der Schnabel saugt etwas Wasser auf und hält den Filz so immer feucht und kühl. Auf meiner Webseite habe ich das Ganze noch genauer erklärt.